Herzlich willkommen, liebe Prepper und Outdoor-Freunde. Ich war mal wieder auf Wanderung, das wollte ich euch zeigen. Leider ließ es sich nicht so ganz vermeiden, diese Windstörgeräusche. Es war sehr, sehr stürmisch den Tag. Und hier und da kann es mal vorkommen, dass da so Windgeräusche halt stören und man mich so nicht hört. Ich habe das meiste halt weggeschnitten, was da jetzt übertrieben war. Aber ein bisschen was da gelassen, um das Ganze ein bisschen echter und realer erscheinen zu lassen. Wen es stört, diese Windgeräusche, ja, dann halt abschalten. Wenn das nicht stört, es ist auch nicht übertrieben mit den Geräuschen, der kann sich das gerne reinziehen. Und jetzt viel Spaß. So, ich muss jetzt mal wieder hochkraxeln und hoffen, dass die Leute da weg sind. Ich habe mich da ein bisschen versteckt, ist nämlich nicht ganz legal, hier über die Schienen zu laufen. Vor allem, oh Mann, da die ja neu gemacht werden. Sind wieder ein paar unterwegs, ne? Fahrer. Tut mir leid, die Windgeräusche stören ein bisschen, ich weiß. Da muss ich jetzt eben schnell rüber über die Brücke. Da hinten dürfte nicht mehr so viel los sein. Stark. Die Wanderwege sind jetzt da. Also ich sehe es auch gerade. Dass mich jemand hier verpfeift oder so. Gerade in Corona-Zeiten ist gar nicht mal so gut, wenn da noch die Bullen dazukommen. So, wow, perfektes Timing, die Sonne kommt auch gerade ein bisschen raus. So kann ich das hier ein bisschen besser einfangen, einmal die ganze Brücke. Ja, diese Windgeräusche, das ist, müsst ihr verzeihen, das ist heute echt scheiße. Da war keine Windstärke mehr. Wow, und manche der Wellen sind schon gar nicht übel, du, der
von der Kanufahrt hier gleich viel mehr Spaß. Naja, jetzt werde ich auf jeden Fall darüber gehen. Und dann wollte ich eigentlich die Größe machen. Das sieht aber auch gar nicht mehr so groß aus, da die Bäume jetzt alle weg sind. Sonst hatte man. Ein bisschen wackelig hier, sorry, ey. Eieiei, ist doch schon recht hoch. Wo mag das sein? 8 Meter? Vielleicht ein bisschen weniger, 6. Kann ich schon einschätzen. Oh, die ganze Scheiße hier. Nur für Touristen, der Moa-Express. Ich kann euch das auch mal verlinken, ja. Und das ist eigentlich nur für Touristen, also ja, Feiertage und dergleichen. Und nicht regelmäßig. Pflanzen sehen tatsächlich nach Erdbeerpflanzen aus. Bin ich der Meinung, oder? Das wäre mega cool. Dann kann ich hier nochmal zur Erdbeerernte herkommen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber das dürfte. Geworden. Ich habe mich jetzt hier versteckt hinter der Brücke. Man hört's, ne? So, ja.
Leute, knallt das schön gegen hier. Es ist ein bisschen windstill, aber wie man sieht, auch ein bisschen abrüchig, sehr steil. Nicht, dass ich hier gleich runterfalle. Ne? Also, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich wollte euch hier nur noch mal die Brücke zeigen, beziehungsweise mir selber noch mal angucken, was sich hier so verändert hat. Ein bisschen ist was geschehen. Ne? Und eigentlich bin ich hier ganz gerne. Vor allem im Sommer ist das doch schon ganz cool hier. Ja, eben beim Zurückgehen war es auch ganz schön heftig mit dem Wind. Ich wollte es eigentlich filmen, aber dann hatte ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Schiss, ne? Da wieder die Kamera aufstellen, dass sie dann ins Wasser fällt. Nicht ich, also ich bin dann doch ein bisschen zu schwer wahrscheinlich. Wobei, da oben kriegst du das volles Mat ab. Könnte auch sein, dass man da vielleicht so zur Seite gewirbelt wird, wenn man jetzt läuft. Ne? Ja, wie gesagt, das war es eigentlich schon wieder. Ich wollte nur die Brücke nochmal zeigen und dass man hier, also ich persönlich, könnte hier stundenlang jetzt abhängen. Ich war jetzt Stunde, anderthalb, nicht drum rumgeklettert. Kann ich ja nicht alles hier in dem Video zeigen, ne? Das ist ja, das sprengt den Rahmen, das dauert sonst einfach viel zu lange.